Ey, yo, yo, YouTube, was geht? Ich bin's wieder, euer Gugaze, und diesmal in der Weiter- bzw. in der Fortsetzung, da wo wir aufgehört haben, mit der Höhle. Ich wollte ja ein paar Ressourcen sammeln. Und wir mussten ja 40 bis 100.000 Kilometer laufen, um eine zu finden. Weil, ich weiß nicht, das ist irgendwie. Und bleibt tot. So, weil das ist ja irgendwie kein Minecraft, sondern Flatcraft oder sowas. So. Mal gucken, was hier ist. So. Ja, gut. Okay. Ich will jetzt so viel Eisen. Wir haben so viel Eisen. Ich will. Wie heißt es? Ich will Lapis Lazuli, will ich. Lapis Lazuli. Ich will Diamanten. Große Bling Bling, will ich. Hier ist mal weg, doch. Ein Mini-Villager-Zombie. Den hat's aber früh erwischt, du. Was ist denn los hier? Grausame Natur. Stirb. Meine Fresse. Drei Schläge. Wo gehen wir lang? Wo gehen wir lang, hä, Leute? Hä? Wo gehen wir lang? Guck mal, Batman. Ich hab Batman getötet. Macht mich das jetzt zum Joker? Macht mich das jetzt zum Joker? No-Scope. Wo habe ich hingeschossen? Wo habe ich den jetzt getroffen, oder? Ist kein Pfeil. Ah, doch, da. Oh, ganz knapp. Bruchstein, das wollte ich. Dann mache ich nämlich hier mal den Kollegen ein wenig weniger gefährlich. Watcher! Lol, ich komme mir vor wie so ein Samurai. Hab sie alle umgebracht, alle. Sorry, dass ich müsste eigentlich ausleuchten. Ich finde nachher gar nicht mehr zurück. Nur mal so ganz nebenbei angesagt. Ich will aber Diamanten und Lapis Lazuli finden. Zu verzaubern. Der Rest ist mir eigentlich. Ja. Habt ihr das gerade gesehen? Spult mal ein paar Sekunden zurück und guckt mal in die Ecke. Was war das? Rainbow Dash? Ist ja nicht mehr normal hier. Ist ja voll. Voll. Ah, geht's ja auch in der Höhle nach unten? Nee, geht aber wieder raus. Wunderbar. Hier wollte ich hin. Ja, danke. Wow. Er hat den gar nicht gesehen. Ich habe ihn einfach gemeuchelt. Okay. Creepy shit geht hier ab. Das Wichtigste war erstmal den Creeper einmal zu schlagen. Weil dann kann ich den in diesem Gebrawle nochmal einen überziehen. Und dann ist der nicht so gefährlich, weil er dann sofort stirbt. Mit so einem Diamantschwert ist das ja nicht allzu schlimm. Ja, ist okay, ich baue es ab. Mann. Ich hab's genau gesehen. Ich hab's genau in deiner Augenbraue gesehen. Ich hab mich so geschockt angeguckt. Ich kann es schon denken hören. Ah, er will Ressourcen sammeln. Und dann geht er einfach die ganze Zeit an den ganzen Ressourcen vorbei. Ja, Kohle lass liegen. Wir haben 29 Kohleblöcke oder so. Ja, gut. Wunderbar. So viel zum Juhu. Nach 30 Minuten laufen. Wir haben eine Höhle gefunden.
Jetzt runter. Ja. Hui. Runter in den Höllenschlund. Hallo? Hallo? Keiner zu Hause? Was ist denn hier los? Hallo? Eisenpilz, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Er ist ein Spendermann. Er will mir gleich mal seine Enderperle spenden, damit ich die gleich wieder aus Versehen essen kann und dann fast sterben. Ich weiß nicht, warum der mich immer getroffen hat. Ich habe schon wieder Batman getötet. Ist nicht mehr normal. Ich bin wahrscheinlich wirklich der Joker. So, Eisen, Eisen, Eisen. Erstmal Eier aus. Ah, das Lapislazuli. Aber ich habe meine Spitzhacke nicht. Und das ist im Prinzip nicht so schlimm, weil dann kann ich die Schuld nämlich dem Virus entgegenschmeißen, dass ich die Behutsamkeit nicht habe. Aber ihr wisst ja, wie es ist. Wie es ist. Ja. Rübsen und Sprechen, keine gute Kombination. Wie es ist, mit Nicht-Profis zusammenzuarbeiten. Oh, Gold ist cool. Gold will ich haben. Machen wir da. Ah, Leder brauchen wir nicht. Leder ist was für Anfänger. Hier an. Habe ich ein bisschen Licht. Welcher Höhe sind wir denn hier? 11. Das ist perfekt. 4 Diamanten. Aber, wie es aussieht, sind hier keine. Das ist weniger gut. Das hätte ich nicht tun sollen. So, damit ich weiß, wo ich wieder rauskomme. Komm her, komm her. Ah, kommst du hin? Sieht aus, als würde es da oben rausgehen. Da ist noch mehr Lapislazuli. Ich krieg ein Kind. Nein, hör auf zu fließen. Was ist denn los mit dir? Ja. Stirb doch. Bang. Bom. Ja gut. Jetzt habe ich mich gegen die Strömung wieder... Ja. Gegen die Strömung kämpfen. Weil ich ja so gierig war, unten in dieses Loch reinzukommen. Wunderbar. Noch mehr Gold. Das ist wunderbar. Gold ist gern gesehen. Lapislazuli auch. Oh. Dieses Höhlengeräusch, das hört sich an, immer an wie so ein Dämon, der gerade aus irgendeinem, aus irgendeinem Höllentor oder sowas rauskommt. Mega krank. Also wer sich das ausgedacht hat, das ist echt ein richtiger Sadist. Da erschreckst du dich manchmal so dermaßen. Glaubst du gar nicht. Doch, glaubst du wahrscheinlich schon, weil du es schon mitbekommen hast. Ah, da ist nochmal Gold.
Weil du das Spiel ja wahrscheinlich auch spielst, während du das hier guckst. Ne? Oder habe ich Unrecht? Nee. Natürlich habe ich recht. Ich bin YouTuber. Natürlich habe ich recht. Miau. So. Mal schauen. Na, Deorit brauche ich unbedingt, weil der Moritzmann hat ja geschrieben in einem Kommentar, er will den Weg weiter bauen mit Deorit. Der hat ja genug Deorit. Ich habe gerade in mein eigenes Loch geguckt, weil ich dachte, da geht's weiter, aber da habe ich einfach gerade was abgebaut. Das ist nicht mehr normal. Ich bin im Kreis gelaufen, oder? Au. Scheiß Skelett im Wasser. So. Hier auch nur noch Eisen. Ja. Aber das Gold. Das nehme ich mir doch gerne. So. Na komm. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte nur die... Hörst du wohl auf zu drücken, Wasser? Mann, ey. Oh, das war so klar. Ja. Ja. Meine Güte, hier. Wie lange das einfach dauert, bis das Wasser weg ist. Zum Glück war das keine Lava, sonst wäre ich hier drinne verhungert. Aber ich muss gucken, wie ich hier wieder rauskomme. Ich habe keine Ahnung. Einmal den Pilzen nach. Ah, komm her, du. Bam. Geht's voll aufs Fressbrett. Voll auf die Nase, Butz. Na, nach oben ist immer gut. Ja. Da hinten ist dunkel. Entweder da war es schon, da war nichts. Ah, sind wir diesmal von hinten gekommen. Okay. Nehmen wir mal die Minecraft, diese komische Minecraft-Physik an und schwimmen einen Wasserfall hoch. Mache ich also in meiner Freizeit, mache ich das auch oft. Wasserfälle hoch schwimmen. Ist ganz einfach. Wenn du einen 43er Bizeps hast, geht das. Ah, es ist ohne Probleme. Da kämpfst du einfach gegen die Schwerkraft an. Dann, kein Problem. Kein Problem. So. Was ist hier? So, bam, kriegst voll einen. Was eigentlich komisch ist, auf ein Skelett mit einem Pfeil zu schießen. Weil ja eigentlich Knochen Hohlräume haben. Und wenn du da mit einem Pfeil drauf schießt, glaube ich wenig, dass du nicht einen der Hohlräume nicht triffst. So war das. So war der Satz richtig. Jetzt hätte ich mich beinahe verduselt und hier geht's. Nein, böse. Aber ich brauche den Wasserstrom. Nein, da kann ich auch den nehmen. Ich habe ja noch Enderperlen. Hier geht's runter in die Hölle. Ich schwör's euch. Hier geht's. Ach, was. Was soll's? Ich hätte erst bei einer YOLO gesagt, dann hätte ich mich umgebracht. Aber ich hab's nicht gesagt. Es ist. Was ist denn hier passiert? Eine Fissur in einer Fissur kreuzt eine Fissur oder was? Da nach da. Das ist ein Riss. Dann der Riss hier oben durch. Der Riss und hier ist auch noch ein Riss. Was ist denn hier los? Aha, ich mache einfach aus der Einzelspielerwelt, also Einzelspielerwelt, einfach hier aus der Welt eine. Ah, das wäre zu cool gewesen, hätte ich das geschafft.
eine Adventure-Map. Mann. Hätte ich das geschafft, aber ich muss ja so kacke sein. In Jump'n'Runs. Manno. Ah, da ist wieder einer der bösen Sorte. Warum ist der One-Hit? So, gehen wir erstmal hier lang. Auch wenn ich hier nicht viel erwarte, gehen wir trotzdem erstmal hier lang. Seht ihr? Ach, boah, ich hab mich gerade so erschrocken. Du verdammtes. Na, du Mother Trucker. Boah. Meine Güte, hab ich mich gerade erschrocken. Ich hab mich zu Tode. Warte mal. Seht ihr das, was ich sehe? Habt ihr das gerade gesehen? Es war ein Tintensack. Spawnen noch andere Tiere in den Tintensack, außer Tintenfische? Wenn nein, also was ich nicht glaube, dass noch andere Tiere spawnen. Wie kam der Tintensack dahin? Weil hier nichts Wasser, weißt du? Nichts Wasser, gar nichts Wasser. Meine Güte, ey. Mann. Mystery über Mystery. Das ist schlimm, normal. Wir werden noch... Ja. Geheimnisvoller als Galileo Mystery. Und das ist schon mega gruselig. Wahrscheinlich. Ja, ich sag wieder. Ich hatte zwar einen Sprint-Key, aber der will nie sprinten, Mann. Mama. Ich hab jetzt hier, aber ehrlich gesagt, nehme ich jetzt mal den Cheat-Key hier. Und zwar eine Penner-Perle. Ey, hoffentlich klappt das. Ey, wenn ich da runterfalle, dann knacke ich wie so eine Küchenschabe. Oh, das war so knapp. Sieht schon cool aus. Das war so knapp mit der Ecke. Ich wäre da beinahe runtergefallen. Dann hätte ich 2000 Blöcke laufen müssen, um meine Sachen wieder zu holen. Wenn ich die überhaupt gefunden hätte, weil ich kenne die Koordinaten von gar nicht. Mann. Unser Spawn ist 700. Minus 700. Ich bin einfach mal viel zu weit gelaufen. Ich werde das jetzt nicht ausrechnen, weil ich zu voll bin. Könnt ihr ja machen, wenn ihr wollt. Hey. Diesmal haben wir ein bisschen weniger Glück mit Höhlen. Ich wollte gerade sagen mehr Glück, aber dann bin ich hier runtergekommen, da habe ich direkt das Licht gesehen. Deswegen habe ich einfach weniger gesagt. Ich weine gleich, Mano. Aber wir haben einen Stack Lapis Lazuli. Ich glaube, wir hatten gar kein Lapis Lazuli. Da bin ich mir, glaube ich, ziemlich sicher. Weil der Philipp sehr viel verzaubert. Das ist unsere kleine Magiehure. Da hat die Schlimme normal. Ey, da sind Hottehüs. Ich glaube, ich zähme mir einfach... Ne, ich habe keinen Sattel dabei. Ich kann das ja nicht reiten. Alles mischt es da. Das sind eigentlich... Schöne graue. Schade. Hätte ich einen Sattel dabei, hätte ich jetzt gesagt, schnappe ich mir so eins. Dann race ich hier so ein bisschen durch die Gegend und gucke mal nach Höhlen. Ah,
aber was nicht sein soll, das soll nicht sein. Guck mal. Ah, wunderbar. Warum ist hier Licht? Wenn da unten eine Fackel ist. Ah, ist sie nicht. Und fertig ist das Gedicht. Wunderbar. Hat gesehen. So. Da! Du verdammter Hund, du! Hast du mir das Licht ausgemacht? So. Sollte eigentlich ein Pfeil werden, ist jetzt ein großes Kreuz. Ja gut. Ich wollte eigentlich nur wissen, wo ich reingekommen bin. Weil das ist schon ein bisschen tricky jetzt hier. Boah, ich dachte gerade, ich habe Schritte gehört. Ja. Der ignoriert mich einfach, der geht einfach an mir vorbei. Er hat gar keine Lust auf mich. Da denke ich auch so, ja komm, du hast ein Diamantschwert gekacken. Mano. Na, hier geht's nicht lang. So, aber hier geht's lang. So. Mal kurz gucken, wie lange ich schon abnehme. 21 Minuten. Warum habe ich jetzt eigentlich einen kölschen Akzent drauf gehabt? Was ist denn los? Kann ich schon mitmachen. Ah. Jetzt schauen wir da raus. Ich weine gleich. So, Wasser weg. Egal, nehme ich es mit runter. Ach, wunderbar, hier ist auch leer. Das ist unglaublich, ja. Wie soll ich sagen? Das macht unglaublich, ja, Spaß. What the fuck? Was war... Der hat mich gerade angecharged wie so ein Raubtier. Also, meine Verbindung ist voll da, aber warum leckt der Server so? Der Zombie hat mich einfach angesprungen wie so ein Miezekätzchen aus dem Dschungel. Mann. So. Ich glaube, hier ist auch leer. Ich bin mir da aber nicht so sicher. Warte, ich muss nochmal nachgucken. Ich weiß nicht. Ich habe nicht genug Licht. Ich muss nochmal nachgucken. Och Mann, ey, das ist voll ätzend mit den Höhlen hier. Jetzt habe ich ganzen Fackeln wieder abmachen, weil ich durchgedreht bin. So. Es ist einfach nichts hier. Mann, oh. Ich will aber Sachen finden. Ich will meinen Jäger- und Sammeltrieb befriedigen, indem ich Erze sammel und nicht die ganze Zeit mit dem Bogen irgendwie Stein versuche abzubauen. Was zum... Hä? Hier ist einfach eine Wand. Moment, Moment, Moment. Moment, ich muss das machen. Hier könnte ihre Werbung stehen. Ach, das musste jetzt sein. Guck mal, eine Katze. So, das musste jetzt sein. Weil, wenn man durch die Stadt läuft, sieht man immer diese Schilder mit Werbung, wo steht, hier könnte ihre Erwerbung stehen. Oh Gott, ich habe mich so verlispelt und bin dann voll abgedriftet und so komisch französischen Akzent. Ich gehe mich gleich erschießen, aber erst gleich. Ich muss erst die Folge noch fertig kriegen. So große Plakate mit hier könnte ihre Werbung stehen und das ist Werbung, die Werbung macht. Das ist Werbungception. Das ist Buggy. Mano. Ey, das sieht aus wie ein Smiley. Guck mal da. Auge, Auge, Mund. Moment. Ich geh nochmal an Land, da kann man es besser sehen. Wo ist es hin? Da. So Strubbelhaare, Auge, Auge, Mund.
Das ist einfach. Ey, jo, wahrscheinlich. Ich bin gar nicht aufgedreht heute. Bin gar nicht. Na, nein, nein. Brave Lava. Hey, sieht schon mal vielversprechend aus. Hier. Au, mein Sprunggelenk. Nein, diesmal nicht meine Kniescheibe. Wunderbar. Ja, Bogen. Na komm. Ach, hier geht's wieder raus. Wunderbar. Genau da wollte ich hin, wenn ich in die Höhle reingehe. Wieder raus. Aber der Vorteil an Höhlen ist, die viele Ausgänge haben. Man kann sich, ja, schwer verlaufen. Ne, ist wegen offensichtlichen Gründen natürlich. Ne? Das muss ich jetzt nicht näher erläutern. Das kann sich dann jeder selber zusammenmalen. Manjo! Er sah so vielversprechend aus. Smiley ist immer noch da. Er lacht auf uns herab. Das ist bestimmt Gott, der sich denkt, wenn der kommt, die spawn ich alle Höhlen, die mach ich alle zu, mit der niemals irgendwo was findet. Ich hasse ihn. So. Aber dann würde ich sagen, wir haben viel geschafft, diese Folge. Wir haben viel Lapislazuli, viel Gold und viel Eisen. Ein bisschen Obsidian ohne Diamantspitzhacke, das ist Magie. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, kommentieren, favorisieren und teilt es mit euren Freunden, das hilft dem Channel zu wachsen. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und haut da rein. Bis zum nächsten Mal.